Pia Eberhardt. Ich arbeite für eine Organisation, die ihren Sitz in Brüssel hat, Corporate Europe Observatory. Wir sind klassischerweise, arbeiten wir zum Thema Lobbyismus, also was wollen Unternehmen von der EU-Politik, wie setzen sie sich durch. Ich mache das hauptsächlich im Bereich Handelspolitik. Und im Bereich Handelspolitik arbeiten wir, wie viele im Moment, sehr viel zu TTIP und da insbesondere zu den Themen, die unserer Meinung nach die Macht von Unternehmen in der Zukunft in Politik eben ausweiten werden, was für uns als lobbykritische Organisationen natürlich relevante Themen sind. Und eines der Themen sind die sogenannten Konzernklagerechte, der Investitionsschutz im TTIP, aber auch in anderen Handelsabkommen. Das wird hier relativ orthodox, didaktisch etwas altmodisch. Ich werde länger was erzählen zum Investitionsschutz. Altes Modell, neues Modell, was sind die Unterschiede? Und dann haben wir die zweite Hälfte des Workshops eher so für Fragen und Diskussionen. Mir wäre wichtig, so ein bisschen als Ergebnis des Workshops, dass es weniger Verunsicherung gibt, in diesem Raum zumindest, über diese neuen Vorschläge. Und wir vielleicht uns auch ein bisschen gemeinsam überlegen, wie argumentiert man denn schlau um diese ganzen neuen Erzählungen herum, wenn wir noch Zeit haben. Um nur so ein bisschen so ein Bild zu haben, wer hier sitzt und wie viel Vorkenntnis es hier gibt, würde ich mal kurz zwei Testballons machen. Wer von Ihnen hat schon mal was von fairer und gerechter Behandlung im Investitionsrecht gehört? Vielleicht können Sie einfach mal die Hand heben. Wer nicht die Hand hebt, ist keine Schande. Die wenigsten Menschen haben das schon mal gehört. Und wer hat schon mal was von ICSID gehört? ICSID. Wenn Sie was davon gehört haben, dann... Heißt das Austrieb oder was? ICSID, nein, die Abkürzung ICSID. Reicht mir, perfekt. Wir haben nicht nur Cracks hier, aber ein paar Cracks. Ich werde versuchen, für beide Gruppen einigermaßen verständlich und trotzdem interessant zu sprechen. Das Thema ist eben, der Titel wird sich im Laufe des Vortrags noch ein bisschen klären. Für diejenigen, für die das jetzt erstmal nur böhmische Dörfer sind, der ISDS-Zombie. Alte und neue Konzernklagerechte in CETA und TTIP. Und ich werde diese Geschichte erzählen entlang eines Märchens, nämlich das Märchen von Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Das kennen Sie wahrscheinlich alle hier. Die Geschichte geht so, Rotkäppchen möchte ihrer Großmutter einen Korb vorbeibringen mit Essen und Wein und allen möglichen Leckereien. Und die Mutter sagt, komm bloß nicht vom Weg ab, lass dich nicht in irgendwas verwickeln. Dann trifft Rotkäppchen den bösen Wolf, der verwickelt sie erst in ein Gespräch, überredet sie dann, noch ein paar Blümchen zu pflücken. In der Zwischenzeit schleicht er sich zur Großmutter, frisst die Großmutter, liegt dann im Gewand, im Nachthemd der Großmutter im Bett, um auch Rotkäppchen zu täuschen. Und so nimmt die Geschichte dann ihren düsteren Lauf. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Ich stelle Ihnen erstmal den Wolf vor. Wer ist der Wolf in unserer Geschichte? Das ist relativ einfach. Der Wolf sind die Investor-Staat-Klagerechte. Diese Rechte gibt es schon in Tausenden von zumeist bilateralen Investitionsabkommen weltweit, aber auch regionalen Handelsabkommen wie dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Und sie geben Investoren sehr weitreichende Rechte. Und zwar ist das einmal das Recht, den Staat, in dem sie investieren, als ausländischer Investor, zu verklagen. Und zwar nicht vor dessen Gerichten, also vor dem Verfassungsgericht oder vor dem Europäischen Gerichtshof, sondern vor privaten internationalen Schiedsgerichten. In diesen Klagen kann es um alles gehen, was innerhalb eines Staates passiert, was der Souverän als Ganzes tun kann. Das können also Entscheidungen sein von Parlamenten, also beschlossene Gesetze, es können Akte sein der Exekutive, also eine Zulassung, die eine Behörde erteilt oder eben auch nicht erteilt. Und es können auch Gerichtsurteile in diesen Klagen angefochten werden. Am Ende der Klage steht eine Entschädigung für den Investor, also in der Regel führt die Klage nicht dazu, dass ein Gesetz verändert wird oder zurückgenommen wird, aber wenn das Schiedsgericht urteilt, dass durch ein Gesetz die Eigentumsrechte des Investors verletzt wurden, bekommt er Entschädigung. Und das Interessante an diesem System ist, diese Entschädigung kann weltweit sozusagen vollstreckt werden.
Das hat wiederum mit einer Reihe von internationalen Verträgen zu tun, die fast alle Staaten der Welt unterzeichnet haben. Das heißt, ich habe als Staat zwar die Möglichkeit zu sagen, ich zahle nicht, aber das kann dazu führen, dass dann mein Staatseigentum in allen möglichen Ländern der Welt gepfändet wird. Letzter Punkt, die Rechtsbasis dieser Klagen sind eben diese internationalen Investitionsabkommen, die einerseits das Klagerecht geben, aber sie geben auch Eigentumsrechte, materielles Recht an den Investor. Und das ist das Einzige, was zählt. Also es zählt nicht, was in unserer Verfassung steht oder im Europarecht steht, sondern wenn es eine Investor-Staat-Klage gibt, dann passiert die allein aufgrund der Rechte, die dem Investor im Investitionsschutzvertrag zugestanden werden. Und es ist nur relevant, werden diese Rechte verletzt oder nicht. Das System ist so, wie es heute eben schon besteht und funktioniert. Die meisten von Ihnen werden diese Klagen kennen. Ich will sie trotzdem nochmal als Illustration dessen, wie das System von Unternehmen heute genutzt wird. Sie kennen vermutlich alle die Klage des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall gegen Deutschland. Vattenfall klagt gemeinsam mit den deutschen Energiekonzernen auch vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Atomausstieg. Aber Vattenfall hat im Gegensatz zu E.ON und RWE eben noch einen extra Weg, den Vattenfall auch beschreitet. Und das ist eben eine Klage vor einem internationalen Schiedsgericht. Und dort möchte Vattenfall 4,7 Milliarden Euro Entschädigung im Wesentlichen für die Abschaltung von zwei Schrottmeilern in dem Moment, wo der Atomausstieg beschlossen war, schon nur noch bedingt bzw. gar nicht mehr liefen. Philip Morris, der US-amerikanische Tabakkonzern, verklagt aktuell immer noch Uruguay. Dort geht es um die Maßnahmen, die gestern oder vorgestern auch vom Bundestag beschlossen wurden, nämlich so Schockbilder auf Zigarettenpackungen, also die schwarze Lunge, der faule Zahn, also Bilder, die Menschen und vor allem Jugendliche davon abhalten sollen zu rauchen. Das hat auch Uruguay beschlossen. Auch es sind relativ große Bilder in Uruguay. Philip Morris sieht sich dadurch enteignet und auch nicht fair und gerecht behandelt und möchte 25 Millionen US-Dollar Entschädigung. Ein weiteres Beispiel ist eine Klage von Lone Pine, das ist ein kanadischer Konzern, ein Bergbauunternehmen. Lone Pine verklagt seine eigene Regierung, die kanadische Regierung, über eine Briefkastenfirma in den USA auf Basis des NAFTA-Abkommens und möchte 109 Millionen US-Dollar Entschädigung. In dieser Klage geht es um Maßnahmen, die in der Provinz Quebec beschlossen wurden, in der kanadischen Provinz Quebec, und zwar verschiedene Entscheidungen rund um Fracking. Insbesondere hat diese Provinz sich gesagt, es gibt so viel Bedenken bezüglich dieser umstrittenen Bohrtechnik zur Gewinnung von Gas und Öl, dass wir erstmal ein paar Studien machen wollen. Ist das okay für unser Grundwasser? Wie ist die Erdbebengefahr und so weiter? Wir erlassen ein Moratorium. Und gegen dieses Moratorium und damit verbundene Entscheidungen klagt eben jetzt Lone Pine. Und schließlich, das vierte Beispiel ist eine Klage, die noch nicht läuft, aber im Januar diesen Jahres angekündigt wurde, von TransCanada. TransCanada ist ein kanadisches Unternehmen und es hat im Januar angekündigt, dass sie die USA verklagen werden über sage und schreibe 15 Milliarden US-Dollar. Und da geht es um das Nein von Barack Obama zu einer Ölpipeline, der Keystone XL Pipeline. Vielleicht haben einige von Ihnen davon gehört. Das ist sozusagen das Aufregerthema der amerikanischen Umweltbewegung in den letzten Jahren gewesen. Eine Pipeline, die Öl von den Teersenden in Kanada in Raffinerien in den USA hätte transportieren sollen. Und sehr umstritten war in der Umweltbewegung, aber auch bei Anwohnerinnen, die entlang der Pipeline gewohnt hätten. Also man sieht schon, dieses System wird mitnichten so genutzt, wie es BDI und Co. uns verkaufen wollen, also gegen Diskriminierung von ausländischen Unternehmen. Der Atomausstieg ist ein schönes Beispiel, der gilt nicht nur für Vattenfall, der gilt für alle Atomkonzerne. Auch die Tabakmaßnahmen gelten nicht nur für Philip Morris, für den ausländischen Investor, sondern natürlich für die Tabakindustrie als Ganzes. Also hier geht es nicht um Diskriminierung. Es geht auch nicht um die Wegnahme von Eigentum im sozusagen ursprünglichen Sinn der Enteignung. Also hier wird keine Fabrik verstaatlicht, hier wird nicht Land weggenommen und verstaatlicht, sondern es werden eben
teilweise handelt es sich um Gesetze, wie im Falle des Atomausstiegs, das ist ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz, die, und so argumentieren die Investoren, einen enteignungsgleichen Effekt haben, also die Investition wertlos machen. Wir wissen von knapp 700 Klagen, Investor-Staat-Klagen, die bis Januar diesen Jahres eingereicht wurden. Die tatsächliche Zahl wird sehr viel höher sein, weil im heutigen System es manche Regelwerke erlauben, dass noch nicht mal öffentlich gemacht wird, dass es eine Klage gibt. Einen regelrechten Klageboom gibt es erst in den letzten 20 Jahren. Das System ist sehr viel älter. Sie kennen vielleicht alle diesen ständigen Verweis auf den Deutschland-Pakistan-Vertrag. Das war der erste Investitionsschutzvertrag in den 50er Jahren. Interessanterweise aber noch ohne Investor-Staat-Klagerechte. Das kriegen erst spätere Verträge. Wirklich geklagt wird aber erst seit Mitte der 90er Jahre. Und in den letzten 4 Jahren haben wir nochmal einen steilen Anstieg von Klagen mit allein 70 neuen Klagen, die allein im letzten Jahr eingereicht wurden. Auch die Schadensersatzsummen explodieren. Da geht es eben nicht mehr nur so um so ein paar Millionen, ne, sondern 15 Milliarden, die man von den USA haben will. Das sind öffentliche Gelder, das ist nicht wenig Geld. Die höchste Schadensersatzsumme, von der wir wissen, dass sie jemals verordnet wurde, war gegen Russland in der JUKOS-Klage. Da hat JUKOS 50 Milliarden US-Dollar zugesprochen bekommen. Das ist im Kontext von internationalem Recht und Klagen gegen Staaten sehr, sehr viel Geld. Ganz egal. Dass jeder Staat versucht immer nicht zu zahlen und die Zahlungen runterzuhandeln, und in dieser Phase ist Russland gerade. Hauptprofiteure dieses Systems, da sind die Zahlen klar. Wenn man sich anschaut, wer kassiert denn tatsächlich? Also wenn eine Klage dazu kommt, dass der Investor gewinnt, steht am Ende eben hoher Schadensersatz, und diese Gelder landen zu über 90% in den Taschen von sehr, sehr reichen Individuen oder sehr, sehr reichen Konzernen. Also das ist kein System, von dem finanziell kleine und mittlere Unternehmen profitieren, ist auch nachvollziehbar, die Rechtskosten für die Unternehmensseite belaufen sich im Durchschnitt auf 4 Millionen US-Dollar und können sehr, sehr viel höher liegen. Dieses System hat ein weiteres Problem, also es geht nicht nur um konkrete Klagen und konkrete Gelder, die irgendwann fließen, sondern auch um die Frage, welchen Effekt hat dieses System auf Politik. Und das nennt man im Fachjargon Regulatory Chill, also es gibt einen absenkenden Effekt auf Regulierung. Politiker lassen die Regulierung vielleicht lieber sein oder verändern sie oder verzögern sie aus Angst und durchaus berechtigter Angst, verklagt zu werden, und weil sie eben auch die Interessen der Steuerzahler berücksichtigen müssen. Also auch als glühende Umweltpolitikerin, wenn mir so eine Klagedrohung ins Haus flattert, muss ich auch die Interessen natürlich der Steuerzahlerinnen berücksichtigen. Das ist Dr. Paul Borten, Paul in Hamburg. Genau, das gibt es ein Beispiel. Die erste Klage, von der wir wissen, gegen Deutschland, da hat auch Vattenfall geklagt. Es ging um Umweltauflagen beim Kohlekraftwerk in Moorburg. Dort gab es eine Einigung, und Teil der Einigung war die Absenkung der Umweltauflagen. Dieses Zitat eines früheren kanadischen Regierungsbeamten bringt dieses Problem des Regulatory Chill ganz schön auf den Punkt. Der hat das gesagt 5 Jahre, nachdem NAFTA beschlossen wurde. Bei beinahe jeder neuen umweltpolitischen Maßnahme gab es von Kanzleien aus New York und Washington Briefe an die kanadische Regierung. Nahezu jede neue Initiative wurde ins Visier genommen, und die meisten haben nie das Licht der Welt erblickt. Und es gibt nicht wenige Insider, die sagen, eigentlich ist das die Hauptfunktion des Systems heute. Es hat einen knebelnden Effekt, und zwar weltweit auf Politik. Es wirkt wie so ein Weltgrundgesetz für Konzerne zum Schutz ihrer Interessen. Deshalb sind wir jetzt an einem Punkt, wo natürlich nicht alle, aber eine Reihe von Leuten, die sich auskennen, zu solchen Urteilen kommen. Hier im ersten Zitat ein UN-Sonderberichterstatter, Alfred de Sayas, der sagt, Investor-Staat-Klagerechte stellen die Rechte von Unternehmen über die Menschenrechte, die Folgen sind verheerend, wir müssen das System abschaffen. Und das zweite Zitat ist von jemandem, der selbst als Anwalt Staaten vertritt, in diesen Klagen, also auf der Verteidigungsseite arbeitet, und er sagt, es ist im Moment ein Riesenfehler, neue Investitionsverträge zu unterzeichnen, aufgrund der enormen Klagerisiken, die sich abzeichnen, besonders in den letzten Jahren. Sie müssen Kosten und Nutzen abwägen. Vielleicht kann mir irgendwann einmal jemand erklären können, worin der Nutzen besteht,
denn bisher habe ich ganz sicher noch keinen erkannt. Verkauft wurde das System in der Vergangenheit sehr viel mit den Versprechen auf Investitionen. Insbesondere Entwicklungsländer haben diese Verträge unterzeichnet in der Hoffnung, dadurch Investoren anzulocken. Der Zusammenhang aber zwischen diesen Abkommen und Investitionsströmen ist so nicht gegeben. Also es gibt quantitative Studien und qualitative Studien, die sind völlig uneindeutig. Es gibt Befragungen von Unternehmen, was ist für euch wichtig, wenn ihr ins Ausland geht? Da haben die noch nie gehört von Investitionsschutzabkommen. Also der, sagen wir mal, der Beitrag, den diese Verträge bringen sollen mit, in Bezug auf die Gesamtgesellschaft, ist im besten Falle offen, würde ich mal sagen. Das war der Wolf. So wie er heute schon in unseren Wäldern sozusagen sein Unwesen treibt und tatsächlich ein großes Problem ist. Diese Klagerechte sollen jetzt auch in TTIP verhandelt werden und stehen im CETA schon fertig verhandelt drin. Wie Sie sich vorstellen können und bestimmt auch mitbekommen haben, hat das zu einem großen Aufschrei geführt. Es ist eines der am meisten umstrittensten Themen bis heute im TTIP. Und es war so umstritten, dass die Europäische Kommission vor 2 Jahren diesen Bereich ausgesetzt hat aus den Verhandlungen, gesagt hat, wir pausieren bei diesen Konzernklagerechten und wir fragen die Öffentlichkeit. Es gab im Jahr 2014 dann eine große öffentliche Konsultation, an der sich mehr Menschen beteiligt haben wie jemals an einer Konsultation in der EU, 150.000. Das Votum war ziemlich klar, 97% sagen nein. Und darunter waren jetzt nicht nur Individuen, die auch von unserem Netzwerk mobilisiert wurden, sondern auch so Akteure wie die Bayerische Staatsregierung oder auch der Mittelständische Verband. Einzelne Unternehmen haben sich so geäußert, Wissenschaftlerinnen. Also es war ein recht heterogenes Feld. Die Kommission hat darauf reagiert mit, und das nenne ich jetzt die Haube, gesagt, wir haben euch gehört, es gibt viele Bedenken, wir nehmen diese Bedenken ernst. Wir wollen den Investitionsschutz verhandeln, aber wir machen es ganz anders. Es wird jetzt ganz anders, so dass alle ihre Sorgen adressiert sind. Das ist die Haube, die dem Wolf Investitionsschutz gerade aufgesetzt wird. Und die sieht so aus. Das ist der letzte Vorschlag. Es gab in den letzten 2 Jahren ungefähr alle 2 Monate einen neuen Vorschlag. In der Regel waren die nicht so neu. Aber ich beziehe mich jetzt auf den allerletzten im September und dann im November vorgelegt von der Europäischen Kommission und diese Woche auch erstmals mit den USA verhandelt. Und es ist ein Vorschlag, der nicht nur für TTIP gilt, sondern den die Kommission von jetzt an in jedes Freihandelsabkommen integrieren möchte. Im jüngst abgeschlossenen Abkommen zwischen der EU und Vietnam steht dieser Vorschlag schon in weiten Teilen drin. Was ist jetzt hier neu? Also was unterscheidet den aktuellen Vorschlag vom alten System? In Klammern gesetzt habe ich, dass diese Verfahren transparenter sind. Ich habe eben erwähnt, heute ist es so, dass wir manchmal noch nicht mal wissen, dass es eine Klage gibt. Im Fall von Vattenfall gegen Deutschland wissen wir, es gibt die Klage, aber niemand von uns kennt die Klageschrift. Niemand von uns war in einer Anhörung. Das sind geheime Verfahren. Selbst die Abgeordneten des Deutschen Bundestages können nur vereinzelt in der geheimen Stelle des Bundestags teilweise Dokumente sich angucken und dürfen nicht drüber sprechen. Das verändert die Europäische Kommission. Das wird sich ändern. Texte werden weitestgehend öffentlich sein und auch die Anhörungen werden weitestgehend öffentlich sein. Auch wenn die Schiedsrichterinnen immer noch die Chance haben, das ist jetzt ein bisschen sensibel, hier machen wir jetzt mal die Türen zu, aber es ist ganz wichtig, diese Verfahren werden transparenter sein. Ich habe es in Klammern gesetzt, weil das in US-Verträgen und kanadischen Verträgen schon seit 10 Jahren Standard ist. Das macht es jetzt nicht schlimmer, aber nur, dass Sie wissen, das ist jetzt nicht der neue große Wurf der Europäischen Kommission, sondern das ist der Trend in diesem System in den letzten Jahren, weil natürlich diese Geheimverfahren die Achillesferse sind für dieses System. Es ist seit Jahren klar, hier muss reformiert werden, sonst verliert es einfach weiter an Legitimation. Neu hingegen im EU-Vorschlag, auch im Vergleich zu bestehenden Verträgen, ist, dass die EU tatsächlich eine Berufungsinstanz etabliert. Heute ist es so, wenn Sie als Staat verlieren, dann haben Sie die Möglichkeit, das Schiedsurteil für nichtig zu erklären, aber Sie haben kein richtiges Berufungsverfahren. Also selbst wenn ein Urteil gefällt wird, dass ein Land in Bankrott
betreibt, hat es im Wesentlichen Pech. Kann sich nur auf einzelne Verfahrensfehler sozusagen berufen. Daran ändert die Kommission jetzt was. Sie sagt, es soll eine Berufung geben. Das muss ich aber doch eingreifen. Bisher hat man nicht auf das Schiedsgericht, war unabhängig. Nicht richtig. Es gibt, das sind sogenannte Annulment Proceedings. Es geht um nichtig. Es ist keine Berufung gewesen, aber man kann sozusagen, also in diesen Annulment Proceedings werden Summen korrigiert und so weiter. Aber wichtig ist, sagen wir mal, es gab keine Berufung, jetzt gibt es eine Berufung, das ist eine Verbesserung und das ist tatsächlich was, was die EU neu einführt. Noch viel relevanter ist tatsächlich die nächste Veränderung. Bisher funktioniert dieses System so: Ein Investor verklagt einen Staat. Ich bin Vattenfall, ich suche mir einen Schiedsrichter aus. Deutschland sucht sich einen zweiten Schiedsrichter aus und unsere beiden Schiedsrichter, in der Regel sind es auch Richter, es gibt kaum Frauen, die zwei ernennen die dritte Person und diese drei Privatpersonen sprechen dann das Urteil. So funktioniert es heute. Das ist so, wie wenn Sie vor das Bundesverfassungsgericht gehen und suchen sich 50% der Richter aus Ihrem Freundeskreis aus. Das ist rechtsstaatlicher Wahnsinn. Das ändert die Kommission jetzt. Sie sagt, wir als Vertragsparteien, also im Falle von TTIP, EU und USA, wir ernennen 15 Schiedsrichterinnen, die nennen sie Richter, ich nenne sie nicht Richter, weil es sind keine Richter, dazu gleich mehr. Wir schreiben sozusagen 15 Personen fest auf eine Liste und aus dieser Liste der 15 werden in Zukunft alle Schiedsgerichte besetzt. Und zwar entscheidet der Präsident dieser Liste, wer dann jeweils die drei Personen sind, die in einer konkreten Klage die Entscheidung fällen. Das ist eine echte Verbesserung. Das ist eine, sagen wir mal, Verrechtsstaatlichung dieses Systems. Also die Abkehr von dieser Ernennung durch die Streitparteien ist tatsächlich ein Schritt in Richtung mehr Rechtsstaatlichkeit und mehr Unabhängigkeit. Ein weiterer positiver Schritt ist, dass ganz klar gesagt wird, wer auf dieser Liste der 15 ist, darf nicht parallel als Anwalt in anderen Investorstaatverfahren tätig sein. Also für zum Beispiel den klagenden Investor in einem ganz anderen Verfahren oder den Staat. Das ist heute gängig und führt natürlich zu einer Reihe von Interessenskonflikten, weil Sie können sich vorstellen, Sie sind Schiedsrichter im Verfahren A, Sie legen das Recht aus. Und Sie können das natürlich so interpretieren, dass Sie, wenn Sie parallel als Anwalt in dem Verfahren B tätig sind, von dieser Rechtsauslegung in Ihrem zweiten Verfahren profitieren können. Deshalb dürfen in der Regel Richter nicht nebenher noch ein bisschen Geld verdienen als Anwalt und Anwältin, wegen dieses krassen Interessenkonflikts. Den adressiert die Kommission. Und das ist die letzte Neuerung, die Kommission schreibt... Setzt sich nicht in anderen Schiedsverfahren oder nur im Schiedsverfahren eine der beiden Parteien beteiligt ist? Nee, grundsätzlich nicht. Also auch nicht in einem Verfahren, also im Falle von TTIP dürften Sie auch nicht als Anwalt arbeiten in einem Verfahren kanadischer Investor gegen Sri Lanka. Das heißt, der Konzernanwalt kann nicht mehr zu den schiedsrichterlichen auszuwählenden Personen gehören? Oder? Das werden wir gleich noch sehen. Also ich kann natürlich heute Konzernanwalt sein. Ich lasse mich berufen in die Liste der 15 ohne eine Karenzzeit. Dann in diesen 6 Jahren mache ich das. Ne? Aber ich komme aus der Schiedsindustrie, ich gehe auch ohne Karenzzeit wieder zurück in die Schiedsindustrie. Also wir haben da diverse Schlupflöcher. Ich wollte jetzt erstmal gerade betonen, was tatsächlich positiv ist und neu. Die letzte Neuerung ist das Right to Regulate, das Recht zu regulieren. Das steht explizit im Vertragstext und zwar nicht in irgendeiner Präambel, die schön klingt, aber im Zweifelsfall ignoriert werden kann, sondern im Investitionsschutzkapitel drin. Und wir gucken uns gleich die Formulierungen an. Das ist auch ein Unterschied zum CETA-Vertrag, wo das zum Beispiel nicht der Fall ist. Die Kommission macht aus diesen Neuerungen vor allem zwei Erzählungen. Nämlich einmal, wir haben jetzt unabhängige Gerichte und das kennen Sie aus der Berichterstattung zu diesem Thema. Und zweitens, das Recht zu regulieren ist geschützt. Das sind die beiden großen Erzählungen, die aus diesem neuen Vorschlag gemacht werden und die auch vor allem insbesondere die SPD aufgreift, um jetzt zu sagen, wow, wir haben hier echt was erreicht und macht euch jetzt keine Sorgen.
Genau. Wir gucken uns jetzt mal ein paar Sachen im Detail an. Ich habe gesagt, eine der großen Erzählungen ist, das Recht zu regulieren ist geschützt. Zitat Cecilia Malmström, wir schreiben es schwarz auf weiß in den Vertrag hinein. Ich habe die entsprechende Formulierung mal mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man den oberen Teil überall sehen kann. Ich lese sie mal vor. Es gibt das leider nur auf Englisch. Das ist jetzt nicht, um sie zu quälen. Ich übersetze es gleich mal so halb. Also, die Vorkehrungen in diesem Kapitel sollen das Recht der Parteien zu regulieren innerhalb ihres Staatsgebiets not effect, nicht betreffen, berühren, und zwar in Bezug auf Maßnahmen, die notwendig sind, um legitime politische Zielsetzungen zu verfolgen. Und dann kommen ein paar Beispiele, also der Schutz der öffentlichen Gesundheit, Sicherheit, der Umwelt und so weiter. Das klingt super. Wo könnte da vielleicht was schwierig sein? Hat jemand eine Idee? Was ist legitim? Genau, was ist legitim? Was ist notwendig? Und genau, wer sich laufende Investor-Staat-Klagen anguckt, sagt, für ein Unternehmen überhaupt kein Problem, hier rum zu argumentieren. Das Beispiel Philip Morris Uruguay habe ich genannt. Philip Morris argumentiert genau schon mit den Begriffen notwendig und legitim. Philip Morris sagt nämlich, also diese Bilder, diese Gruselbilder auf den Zigarettenpackungen, die sind so riesig in Uruguay, in anderen Ländern sind die viel kleiner. Das heißt, wenn man die öffentliche Gesundheit schützen will, scheint im Rest der Welt 50% der Verpackung für die Größe des Bildes zu reichen. Das ist völlig willkürlich, dieses Bild so riesig zu machen. Philip Morris argumentiert auch, die Bilder sind so furchtbar, die haben eigentlich gar nicht das Ziel, also nicht das legitime politische Interesse oder Ziel, die öffentliche Gesundheit zu schützen. Da geht es um was ganz anderes. Man mag das abstrus finden, aber nur um Ihnen so eine Idee zu bekommen, wenn ich hier notwendig reinschreibe und legitim, das ist alles Auslegungssache und das ist Auslegungssache des Schiedsgerichts. Und Investoren haben überhaupt kein Problem, das in Frage zu stellen. Das ist die erste Krux. Es gibt aber noch einen tollen zweiten Paragraphen. Und wir kommen zum ersten dann auch gleich nochmal zurück. Der zweite Paragraph liest sich eigentlich noch besser. Um ganz sicher zu sein, die Formulierung in diesem Abschnitt soll nicht so interpretiert werden, als würde eine Vertragspartei die Verpflichtung eingehen, dass das rechtliche und regulatorische Rahmen, ihren rechtlichen und regulatorischen Rahmen nicht zu ändern. Also die Parteien garantieren damit nicht, wir ändern nichts. Der Hintergrund dieser Formulierung ist, dass Schiedsgerichte tatsächlich bestimmte Klauseln faktisch als juristische und politische Stillstandsklauseln ausgelegt haben. Also insbesondere die Klausel der fairen und gerechten Behandlung haben einzelne Schiedsgerichte so ausgelegt, als würde der Staat damit garantieren, nichts zu ändern. Also wenn ich als Investor komme und die Steuergesetzgebung ist so und dann wird sie geändert, dann wurde ich nicht fair und gerecht behandelt. Das ist tatsächlich Auslegungspraxis. Und vor diesem Hintergrund sieht man jetzt diesen Abschnitt und denkt sich auch so, wow, super, wir können einfach weiter was ändern. Interessant ist im Gegensatz dazu der untere Abschnitt. Der ist ganz kompliziert. Im Wesentlichen steht da drin, wir wollen hiermit klipp und klar sagen, dass wenn sich an der Subventionspolitik was ändert, wenn also ein Staat zum Beispiel Subventionen, die er mal gewährt hat, nicht mehr gewährt, wenn so etwas passiert, kann ein Staat nicht verklagt werden zu Schadensersatz. Auch dieser Abschnitt hat einen konkreten Klagehintergrund. Es gibt eine Klage gegen Rumänien von zwei rumänischen Brüdern, die Mikula-Brüder, und die haben Rumänien verklagt, weil Rumänien genau eine Subvention zurückgenommen hat im Lebensmittelbereich. Der Hintergrund war, dass Rumänien dazu gebeten wurde von der EU. Weil, um der EU beizutreten, musste Rumänien das machen, weil die Subvention war nicht EU-rechtskonform. Diese Klage ist völlig verrückt. Petra Pinzer hat ganz toll darüber geschrieben in der Zeit.
Die Kommission hat mehrmals in die Klage interveniert, gesagt, Moment mal, ihr versteht hier was gänzlich falsch, ihr könnt Rumänien nicht verklagen, die haben nur EU-Recht umgesetzt. Der Schiedsrichter hat gesagt, ja egal, Rumänien hat verloren. Es ging so weit, dass die Kommission Rumänien verordnet hat, nicht zu zahlen und möglicherweise deshalb jetzt weiter verklagt wird. Vor diesem Hintergrund schreibt jetzt die Kommission rein, Leute, ne, also wir wollen es ganz klar sagen, wenn wir Subventionen zurücknehmen, dürfen wir dafür nicht zu Schadensersatz verklagt werden. Wenn Sie jetzt diese Abschnitte zusammenlesen, hier wird ganz klar der Schadensersatz untersagt im Vertrag. Hier steht nur drin, wir dürfen regulieren und was ändern. Aber hier steht nicht drin, wer was ändert, darf nicht zu Schadensersatz verdonnert werden. Verstehen Sie? Also wenn ich Schiedsrichter bin und ich sage, hier wird ja explizit gesagt, Subventionspolitik wird ausgeschlossen von Schadensersatz. Regulierung wird aber komischerweise nicht explizit ausgeschlossen von Schadensersatz. Und das ist das, was Schiedsgerichte machen. Sie verordnen Schadensersatz. Das scheint also überhaupt nicht gewollt zu sein, weil sonst hätte ich es ja hier reingeschrieben in den Vertragstext. Das ist ein bisschen frickelig, aber ist Ihnen das klar? Also hier steht drin im Wesentlichen, das Recht zu regulieren ist geschützt. Sage ich als Schiedsgericht, klar, ihr könnt regulieren, wie ihr wollt. Ich verbiete euch nicht zu regulieren, aber 4 Milliarden müsst ihr jetzt schon zahlen, weil den Standard, den Investitions- als Standard habt ihr verloren. Da kann mich dieser Vertragstext nicht daran hindern. Ne, ich kann sagen, hier werde ich explizit, wird mir untersagt, dass ich bei Subventionen Schadensersatz verordnen darf. Aber bei Regulierung und politischer Veränderung darf ich das machen, was ich als Schiedsgericht überhaupt tue, nämlich Schadensersatz verhängen. Das ist nur im Eben. Sind nur Subventionierungen ausgenommen? Also in diesem Fall. Weil hier steht es explizit drin und hier nicht. Das geht nur, um Ihnen so ein Gefühl zu geben für die vielen, vielen Käselöcher, die hier nicht zufällig ihren Einzug gefunden haben. Ein Experte nennt das sind tickende Zeitbomben in der Formulierung zum Recht zu regulieren. Und erinnern Sie sich an Malmström, wir schreiben das Recht zu regulieren schwarz auf weiß in den Vertrag. Hier ist es genauso reingeschrieben worden, dass man es ganz prima auf vielen Wegen umschiffen kann. Könnte man wirklich sagen, der erste Artikel stellt sich über den dritten, Regulation fällt sich über die Subvention. Nö, aber man kann sie natürlich als Schiedsrichter miteinander lesen und sagen, wieso wird hier das eine explizit untersagt und hier nicht, also kann ich Schadensersatz verurteilen. Und dadurch sieht man auch ganz kurz, diese Formulierung ist auch shall not affect. Die Staaten können regulieren, wie sie wollen. Niemand wird ein Gesetz verbieten oder ein Parlament zwingen, dieses Gesetz zurückzunehmen. Aber der Staat kann gezwungen werden, Schadensersatz zu zahlen. So, ihr beide. Von mir ist dann vielleicht eine kleine Bemerkung, kann man auch im Internet nachlesen. Die Frau Malmström ist beim zweiten Ethikbeirat in Baden-Württemberg am 11. Januar auch daraufhin angesprochen worden. Hintergrund der Vattenfall-Klage, wo sie genau das gesagt hat, dass das Recht zu regulieren nicht beeinflusst wird. Im schlimmsten Fall muss man halt zahlen. Ja. Also da ist auch wörtlich so gesagt worden, weil es ist ja nicht so schlimm, wenn man zahlen muss, man kann ja jedes Gesetz erlassen. Und das ist das, was sie unter Schwarz auf Weiß versteht. Dieses Wörtchen Shell, das ist ja, da müsste eigentlich Will stehen, oder? Also das sind dann auch Sicherheit noch haben will, dieses Shell, das heißt ja nur soll nicht. Shell ist nicht so schlecht, aber man kann es auch stärker formulieren. Und da geht es auch um solche einzelnen Wörtchen, oder? Natürlich. Man muss eigentlich wissen, was da nicht steht, damit man weiß, wie das gemeint ist. So verstehe ich jetzt diesen Zusammenhang zwischen dem letzten und dem ersten. Dass man nur, wenn man weiß, was da eigentlich stehen müsste, versteht, was das heißt. Genau. Und dafür ist dieses Zitat sehr schön von Gus van Hagen, ein kanadischer Wissenschaftler, der seit vielen Jahren zum Investitionsschutz arbeitet und der sagt, das ganze Gerede um das Right to Regulate ist ein gutes Fallbeispiel dafür, wie ein juristischer Text so geschrieben werden kann, dass er Uneingeweihten ein falsches Gefühl von Sicherheit gibt. Und das ist kein Zufall, weil die Leute, die diese Texte schreiben, kennen sowohl laufende Klagen, wissen, wie argumentiert wird und auch Schiedsurteile. Wenn sie sie nicht kennen, wäre es noch schlimmer. Kurz zusammengefasst zu diesem Punkt des Right to Regulate. Das ist gut, dass das in dem Vertrag drinsteht. Das ist besser, als wenn es nicht drinsteht. Aber im Zweifelsfall bedeutet es nichts. Das Schiedsgericht kann und der Investor kann um diese Formulierung, wenn es möchte,
sich ganz einfach herumwinden. Das ist überhaupt kein Schutz von Umweltgesetzen, von Gesetzen zum Gesundheitsschutz und so weiter. Mhm. Ja, jetzt habe ich nochmal die Möglichkeit, das zu lesen, aber welches System macht die Stillstandsregelung und die Subvention des GDG-Betriffs ist zulässig, also ist nicht ungesetzlich, ist nicht verboten, aber wenn ihr das macht, dann können wir das machen. Das ist das, was drin steht. Lediglich, also diese das H2 und 3 des Flugzeugs bezieht sich vor allem darauf, dass es nicht ungesetzlich, aber es kann halt voll. So kann man das zumindest aussehen. Ich muss zum Beispiel dann denken, Sie haben Rumänien angesprochen. Ich glaube, Spanien ist das am häufigsten verklagte Land in der EU. Und die wurden infolge der Sparmaßnahmen der Troika von unterschiedlichen Solaranbietern aus Holland beispielsweise verklagt. Mit einem ähnlichen Hintergrund. Sie setzen EU-Recht um, aber das hat eben. Also das ist diese Formulierung hier unten, das ist ein typischer Flickenteppich. Das sieht man ganz oft. Es gibt eine Klage, die ist skandalös und dann versucht man genau diese Klage in der Zukunft auszuschließen. Aber was ist denn mit den allen anderen möglichen Klagen? Also das ist so eine ganz typische, wir stopfen jetzt das Loch, Klagen gegen Subventionspolitik. Ich würde ganz gerne ein bisschen weitermachen. Wir haben wirklich noch viel Stoff. Das ist nur zur Illustration, um Ihnen so ein Gespür zu geben, dass die Herrschenden auch nicht blöd sind. Dass die Herrschenden nicht blöd sind, aber wie sozusagen, also was, ihnen, was man findet hinter der PR. Ein paar Beispiele würde ich noch machen und dann machen wir gerne in die Pause Diskussion und Fragen und so weiter. Das eine war jetzt, was schreibe ich konkret rein unter dem Begriff Right to Regulate. Das haben wir jetzt so ein bisschen aufeinander genommen. Das andere ist aber, was heißt denn das Recht zu regulieren, selbst wenn ich es toll reinschreibe in den Vertrag, das steht ja im Verhältnis zu allen möglichen anderen Teilen im Vertrag. Und zwar insbesondere zu den Rechten, die Investoren gegeben werden. Also die Eigentumsrechte und das Recht, was ihre vor allem auch zukünftigen Gewinne schützt. Und eines dieser Rechte, vielleicht das gefährlichste, ist die sogenannte faire und gerechte Behandlung. Die steht in fast allen Investitionsverträgen drin. In der Regel ist es nur eine zwei Zeilen, der Investor soll fair und gerecht behandelt werden. Da haben Schiedsgerichte wirklich Abenteuerlichstes daraus gemacht in den letzten Jahren. Ich habe es eben schon erwähnt. Unter anderem haben sie daraus eine Stillhalteklausel gemacht in ihrer Rechtsinterpretation. Das steht nicht so im Vertrag, aber das ist eben eine Möglichkeit, die Klausel zu interpretieren. Jetzt kommt die EU daher und sagt, wir definieren das jetzt ganz klar, sodass das nicht missbraucht werden kann. Wir wollen ganz genau sagen, was bedeutet denn fair und gerecht behandelt und wann wird man nicht fair und gerecht behandelt. Und dann dafür hat die EU hier diese Liste von Beispielen, die einen Bruch dieses Rechts bedeuten würden. Und da finden Sie so Formulierungen wie Manifest Arbitrariness, also ganz krasse Willkür. Oder auch Targeted Discrimination, gezielte Diskriminierung auf Basis von Geschlecht, Rasse, religiösen Glauben und so weiter. Zwang, Missbrauch von Macht. Oder hier oben, das ist auch ein Denial of Justice. Also krasse Verfahrensverletzungen. Hier wurde der Zugang zum Recht verwehrt, aber auch in administrativen Prozessen, in meinem hin und her mit der Regierung um eine Lizenz, also ich wurde wirklich, wie die 20 Jahre lang mit mir gespielt haben, das war wirklich ganz gruselig. Wenn man sich erneut wieder laufende Klagen anschaut, die heute stattfinden, auf Basis von anderen Verträgen, wo diese Liste so nicht zu finden ist, dann denkt man aber so, oh Moment mal, aber genau so argumentieren ja Unternehmen schon heute. Letztendlich hat die Kommission hier in dieser Liste sehr schön zusammengefasst, wie der Standard bereits heute genutzt wird von Unternehmen. Ein Beispiel. Willkür. Ich habe Philip Morris schon erwähnt. Philip Morris argumentiert genau sehr viel mit Willkür. Er sagt, diese Maßnahmen sind völlig willkürlich. Es ist überhaupt nicht bewiesen, dass das Leute vom Rauchen abhält. Und wenn, dann können die Bilder kleiner sein und sie müssen auch nicht so krass sein. Also gerade mit dem Begriff der Willkür können Sie sich vorstellen, da kann man sehr, sehr, sehr viel argumentieren. Das heißt, ist die Frage, inwieweit das jetzt den Standard der fairen und gerechten Behandlung tatsächlich entschärft? Ich würde sagen, nein. Und das sagt auch noch jemand anders. Zwei Investitionsrechtsanwälte
Also Leute, die sehr viel Geld verdienen, wenn Investoren klagen und auch Investoren ermutigen zu klagen und die sagen zum Beispiel, früher hatten wir immer nur diese zwei Zeilen, nur diesen Verweis auf faire und gerechte Behandlung und wir mussten uns selber ausdenken, was heißt denn das eigentlich? Jetzt haben wir diese großartige Liste. Ich liebe es, wenn sie versuchen, Dinge genauer zu bestimmen. Also da werden sozusagen die Hände gerieben, weil damit kann man arbeiten. Und das sagt hier explizit ein zweiter Investitionsrechtsanwalt, der sagt, aus Perspektive des gierigen Anwalts, also der mehr Klagen haben möchte gegen Staaten, ist das eine sehr gute Verpflichtung. Damit kann man gut arbeiten. Vor kurz zu Ende. Und zwar, indem sie den Begriff der legitimen Erwartung explizit in den Vertrag schreibt. Also hier in diesem Abschnitt steht im Prinzip, wenn ein Schiedsgericht darüber nachdenkt, ob der Investor fair und gerecht behandelt wurde, dann soll das Schiedsgericht auch darüber nachdenken, ob nicht eine legitime Erwartung eines Investors bestand, die enttäuscht wurde. Das geht zurück auf diese Auslegung, die ich schon erwähnt habe. Schiedsgerichte haben den Standard der fairen und gerechten Behandlung schon so ausgelegt. Der Investor kam, die Verhältnisse waren so, also dann hat er ein gutes Abendessen gehabt mit dem Regierungschef und konnte wirklich legitim davon ausgehen, dass alles so bleibt, dass die Lizenz erteilt wird und so weiter. Die Kommission schreibt diese sehr weitgehende Auslegung des Standards jetzt in den Vertrag rein. Das ist die Superwaffe, indem ich meine legitime Erwartung geschützt wird. Was heißt denn die Sprache überhaupt legitime Erwartung? Legitim heißt dem Gesetz entsprechend. Nein, das Gesetz ist hier völlig egal. Ich als Investor, meine legitime Erwartung, das ist ganz mir überlassen, was ich legitim erwartet habe. Vom Wort her heißt es dem Gesetz entsprechend. Nein. Das ist einfach nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Trans-Canada-Klage, die gegen das Nein von Obama zu dieser Pipeline. Trans-Canada hat in seiner Klage eine lange Liste von Austausch, den sie hatten mit der Administration und vor allem verweisen sie auf frühere Pipelines, die die US-Administration genehmigt hat. Und die sagen, die waren ganz ähnlich, also ähnlich lang, ähnlich, was weiß ich, teuer, haben ähnliches Öl transportiert und diese Pipelines wurden genehmigt. Deshalb hatten wir, als wir begannen zu investieren, natürlich die legitim begründete Erwartung, dass unsere Pipeline auch genehmigt werden würde. Und diese legitime Erwartung hat Obama mit seinem Nein vor der UN-Klimakonferenz zu Keystone XL enttäuscht. Ich finde das auch abstrus, aber so funktioniert Investitionsrecht. Das ist nämlich nicht relevant, was hier in der Verfassung steht oder ob jetzt bald Klimaverhandlungen sind in Paris, sondern kann ich als Investor darlegen, ich hatte diese Erwartung und zwar begründet. Und dafür ist dieser Begriff hier dann relevant, ebenso wieder so ein fluffiges Ding, weil die Erwartung kann nicht aus der Luft kommen, sie muss aus einer spezifischen Repräsentation kommen des Staates. Was heißt das? Keine Ahnung. War es ein Abendessen mit dem Regierungschef? Vielleicht. War es eine Pressekonferenz von dem Regierungschef, wo er gesagt hat, wir brauchen mehr Pipelines? Waren es irgendwelche Studien der Administration, die gezeigt haben, das ist völlig ungefährlich, die Pipeline? Alles möglich. Wenn ich es genauer haben will, schreibe ich hier rein, zum Beispiel einen Vertrag, eine schriftliche Zusage. Kann man alles machen, macht die EU an anderen Stellen, aber hier nicht. Zusammenfassend und dann die Fragen zu diesen Dingen. Das hier ist weiterhin eine super Waffe. Der Standard der fairen und gerechten Behandlung ist genauso gefährlich wie in bestehenden Verträgen, kann genauso genutzt werden und ist einer der Standards, mit dem genau das Recht zu regulieren unterminiert werden wird, ganz egal, wo das drinsteht und dann natürlich erst recht in seiner Schweizer Käseform, die wir uns vorher angeguckt haben. So, Fragen und es gab einige zu fairen und gerechten Behandlungen. Uiuiui. Ich fange mal ganz hinten an. Verletzt wird, der nicht so viel Geld verdient, wie er eigentlich erwartet hat, hat man schon verstoßen. Ja. Das ist dieser Tatbestand erfüllt. Das ist natürlich, das ist eigentlich Tür und Tor offen für alles. Ja. Man braucht nicht mal einen Dollar investieren, um 200 Millionen Dollar Schaden zu setzen. Genau. Na, ich wollte nur nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe. Also es können gar keine Klagen von Konzernen bei diesem Gericht abgewiesen werden. Die müssen alle zugelassen werden. Doch. Es gibt
kann sie abgewiesen werden? Mit welchem Grund kann eine abgewiesen werden? Also es ist beispielsweise eine Klage gerade, naja, also abgewiesen werden können sie, wenn sie völlig wahnsinnig sind, wenn es sich zum Beispiel um keinen ausländischen Investor handelt oder gar keine Investitionen, also irgendwas Verrücktes, kann das Schiedsgericht sehr schnell abwehren. Und das Schiedsgericht kann in der ersten Phase, und das ist gerade bei der Klage von Philip Morris gegen Australien passiert, da kann das Schiedsgericht sich zum Beispiel anschauen, haben wir es hier tatsächlich mit einer ausländischen Investition zu tun und hat vielleicht Philip Morris Missbrauch begangen dahingehend, dass es die Investition sehr kurzfristig umstrukturiert hat, wo klar war, Australien wird bestimmte Maßnahmen ergreifen und hat es sozusagen dann die Investition durch Hongkong gelenkt, um auf Basis des Hongkong-Australien-Abkommens zu klagen. Weil die Klage ist gerade gescheitert von Philip Morris, also Schiedsgerichte können schon sagen, nee, das ist uns jetzt ein bisschen zu wild. Aber wie gesagt, was zählt, ist nicht, was wir wild finden, sondern ist das schlüssig im Investitionsrecht. Das ist relevant. Und viele dieser Klagen, wenn Sie die sich durchlesen, sind sehr, sehr schlüssig auf dieser Rechtsgrundlage. Ich würde sagen, warum lässt man denn überhaupt solche Klagerechte zu? Ich meine, hier ist der Grund klar, aber warum kann man denn jetzt nicht einfach fordern, dass man generell eben nicht entgangene Gewinne aufgrund von Gesetzen eben überhaupt ein Klagerecht dazu hat? Und das wäre doch viel gravierender, das zu verhindern, als ja zu sagen, da wird diese 15 Juristen, das ist ja morgenwürdig Mini-Handvoll. Sind wir schon bei der Schlussfolgerung zum Workshop? Das ist auch praktisch kein Trost und kein Schutz für die Bevölkerung, dass man einfach sagt, eben, es können keine Schadensersatzforderungen gestellt werden von Konzernen, nur dann, wenn sie jetzt wirklich enteignet werden, also wirklich materiell, also wenn ich mal eine Raffinerie baue und dann mache ich einfach einen Putsch und dann sage ich, jetzt ist das Schaden. Also unsere Forderung oder unsere Position wäre immer, ausländische Investoren genießen genauso den Schutz des Privateigentums wie alle anderen Menschen in dieser Gesellschaft. Und wenn damit irgendwas passiert, haben sie genauso wie alle anderen in der Gesellschaft Zugang zu hiesigen Gerichten. Ja. Punkt. Und mehr Rechte dann aber nicht. Ganz genau. Und das ist ein System, wo sowohl mehr materielles Recht gegeben wird, als auch prozedurale Rechte, die niemand sonst hat in der Gesellschaft. Ich mache erstmal, Richter werden hochqualifiziert und unabhängig sein. Das ist die zweite Erzählung. Ne? Also das Recht zu regulieren ist geschützt und jetzt haben wir unabhängige Gerichte. Wie sieht es aus mit den unabhängigen Gerichten? Interessanterweise findet sich kein Gericht im Vorschlag. Das ist ganz wichtig, auch für Sie in Debatten. Die EU-Kommission schlägt im Text kein TTIP-Gericht vor. Kein Investitionsgericht und kein Handelsgerichtshof. Das gibt es nicht im Text. Das gibt es in den Medien. Aber im Text heißt es ein Tribunal, kein Gericht. So. Dieses Tribunal, und das ist, was ich eben erwähnt hatte, wird tatsächlich anders bestimmt, als das bisher der Fall ist, in bisherigen Verträgen. Hier findet sich dieser Verweis auf diese 15 Leute. Und zwar werden die ernannt vom Committee. Das Committee wiederum setzt sich zusammen aus Leuten aus der EU und den USA. Wer ist noch nicht ganz klar? Das wird die Kommission sein und Leute aus der US-Administration. Die ernennen also diese 15 Leute. Und wichtig ist im Vorschlag, hier werden die tatsächlich Richter genannt, Judges. Warum die dann keine sind, das kommen wir dann gleich unter anderem zum Richterbund. Also da haben wir diese 15 Leute, 5 kommen aus den USA, 5 aus der EU und 5 aus einem Drittstaat. Man kann die Zahl auch erhöhen und so weiter. Hier ist jetzt die Frage, wer sind diese Leute, was für Qualifikationen müssen die haben und so weiter. Und da wird es dann schon ganz schön schwammig. Also die müssen Qualifikationen haben, die in ihren jeweiligen Ländern erlaubt sind, um ein juristisches Amt zu begleiten. Aber sie können auch Jurist of Recognized Competence sein. Also sie müssen eigentlich nur Juristen sein. Das ist jetzt nicht unbedingt das gleiche wie ein Richter. Und dann werden hier diverse Felder aufgelistet, in denen sie inhaltliche Expertise haben müssen. Also öffentliches internationales Recht, aber vor allem in particular internationales Investitionsrecht, internationales Handelsrecht,
und andere Rechtsfelder, die in der Schlichtung von Investitions- und Handelsstreitigkeiten relevant sind. Und das ist jetzt der Punkt, springe ich mal vor, wo der Deutsche Richterbund sagt, diese Qualifikationen sind viel zu eng. Was ist denn zum Beispiel mit einer Expertise im nationalen Verwaltungsrecht? Auch die kann in bestimmten Streitfällen eine Rolle spielen. Nationales Umweltrecht. Also der Richterbund sagt, diese Kriterien sind so eng, das lenkt den Auswahlprozess, über den wir sonst wirklich sehr wenig wissen, das ist alles sehr vage, aber in eine ziemlich klare Richtung. Und zwar ist es die Richtung derjenigen Personen, die heute im weitestgehend dieses Rechtsfeld kriegen. Das ist ein Problem. Ein weiteres Problem, sehr viel größer, was verdienen denn diese Leute? Die verdienen einmal 2000 Euro im Monat, also die 15, um sich zur Verfügung zu halten. Das ist ein sogenanntes, im Englischen heißt das Retainer Fee. Zusätzlich verdienen sie aber noch was, und zwar so lange, bis sie kein richtiges Gehalt haben, auf das sich vielleicht in Zukunft geeinigt wird, aber noch nicht, das ist noch nicht der EU-Vorschlag. Und das steht dann hier. Und das wird ganz kompliziert, hier wird auf diverse Exit-Regeln verwiesen und so. Man muss in zwei weitere Rechtstexte gucken, um dann auch irgendwann bei 3000 US-Dollar am Tag zu landen. Das ist nämlich, ja, am Tag. Am Tag, also 2000 Euro im Monat und dann zusätzlich pro jedes, sobald ein Verfahren läuft und ich werde ernannt, ich bin einer von drei Personen, verdiene ich pro Arbeitstag 3000 US-Dollar. Das ist im heutigen System auch schon so, teilweise verdienen die auch sehr viel mehr. Und das ist in einem System, wo nur eine Seite klagen kann, nämlich der Investor, nur der bekommt ja Rechte, ein extrem hoher systemischer Anreiz zugunsten dieses Investors zu entscheiden. Weil, wenn ich das Recht so auslege, investorenfreundlich auslege, dann bleibt das System lukrativ für Investoren, es bleibt bei Klagen und das heißt für mich mehr Einkommen, mehr Ernennung. Deshalb ist, damit man das nicht hat, haben Richter ein festes Gehalt. Unabhängig davon, wie viel sie zu tun haben, unabhängig davon, wie sie entscheiden. Das ist aber genau hier nicht der Fall, sondern weiterhin werden diese Personen, es ist natürlich klug versteckt, aber weiterhin werden diese Personen pro Verfahren bezahlt. Und das führt dann eben zu dieser Einschätzung des Richterbundes, der sagt, weder das vorgesehene Verfahren zur Ernennung noch deren Stellung, und damit meinen sie vor allem auch die finanzielle Stellung, genügen den internationalen Anforderungen an die Unabhängigkeit von Gerichten. Das Investment Court System, das ICS, erscheint vor diesem Hintergrund nicht als internationales Gericht, sondern vielmehr als ständiges Schiedsgericht. Zusammenfassend zu dieser Frage der Gerichte für unsere Argumentation. Erstens, es steht kein Gericht im Vorschlag. Es geht um eine Liste von 15 Personen. Das ist kein Gericht. Und zweitens, diese Leute sind nicht unabhängig, denn sie werden weiterhin nach Verfahren bezahlt. Und man könnte drittens, das kürze ich jetzt aber ab, auch noch auf diverse Schlupflöcher im Verhaltenskodex hinweisen. Einen habe ich vorhin erwähnt, dass es keine Karenzzeit gibt. Und so weiter. Zusammenfassend, wir sind jetzt immer noch beim neuen Vorschlag und den Neuerungen oder auch Nicht-Neuerungen. Wenn wir jetzt bei der Haube, genau. Wir haben ja Probleme mit dem Wolf. Was adressiert jetzt die Haube? Und die Haube adressiert dann manche Sachen, aber dann doch nicht so viel. Also werden ausländische Investoren besser gestellt als alle anderen in der Gesellschaft? Inländische Unternehmen, wir, wer auch immer. Leute, die betroffen sind, negativ von den Aktivitäten von Investoren. Natürlich, weiterhin Rechte, die niemand sonst hat. Sind Klagen gegen Politik zum Schutz des öffentlichen Interesses möglich? Das führe ich gleich nochmal weiter aus. Klar, die Rechte sind die gleichen. Haben Staaten am Ende unüberschaubare finanzielle Risiken? Auch das ist weiterhin der Fall. Die Schadensersatzzahlungen werden nicht gedeckelt und es wird genau nicht reingeschrieben, dass erwartete Gewinne in der Zukunft eben nicht entschädigbar sind. In der Verfassung sind erwartete zukünftige Gewinne nicht Teil des Eigentumsbegriffes.
Im Investitionsrecht ist es ganz üblich, dass Investoren nur 5 Millionen investieren und mit 900 Millionen Euro Schadensersatz rausgehen, weil das sozusagen ausgelegt wird. Nichts im aktuellen EU-Vorschlag verbietet diese Praxis. Das ist weiterhin eine Waffe für Konzerne, um Politik zu bekämpfen, die ihnen nicht passt. Und das ist auch weiterhin ein extrem einseitiges System, in dem nur ein Akteur Rechte bekommt, und zwar harte Rechte, weitgehende Rechte, und die andere Seite, also die Gesellschaft eines Staates, nur Pflichten bekommt. Die Unabhängigkeit in Teilen adressiert, dadurch, dass eben nicht mehr die Streitparteien ihre Freunde aussuchen können für das Tribunal, sondern eben es jetzt diese Liste gibt. Aber natürlich haben wir weiter die Bezahlung pro Fall, also das sind keine unabhängigen Personen. Wir haben keine geheimen Verfahren mehr und wir haben jetzt eine Berufung. Das ist nicht nichts, aber ich würde denken, was die Debatte um das Thema ausgelöst hat, sind eher die Klagen und der Schadensersatz. Und wenn sich da nichts ändert, ja, dann kann man weiterhin sagen, die Probleme sind nicht behoben. Den letzten Punkt verstehe ich nicht, wir haben keine Berufung. Ist denn im neuen Recht nicht die Berufung? Genau, also das sind die Probleme im alten System und die Frage ist, sind sie adressiert, und dieses Problem ist adressiert. Deshalb gibt es auch diverse Aussagen wie die von einem weiteren Investitionsrechtler, der sagt, ja, also diese neue Ernennung der Tribunale, schön und gut, aber in der Substanz ändert sich dadurch gar nichts. Denn die Standards, die Rechte, die Investoren bekommen, und das ist ja die Basis für die Schiedsprüche, die bleiben ja die gleichen. Deshalb werden alle Klagen möglich sein, die wir heute schon hatten. Und im Englischen gibt es diese schöne Aussage, you can put lipstick on a pig, but it's still a pig, auch wenn ich Schwein anmale mit Lippenstift, was ich natürlich mache durch diese Rhetorik von Richtern und Gerichten und der Unabhängigkeit und dem schönen Right to Regulate im Vertrag, aber es bleibt eben ein Schwein. Eine andere Aussage dazu von dem schon zitierten Gas van Harten, und der hat sozusagen den Titel einer Publikation gegeben, die wir letzte Woche herausgegeben haben, wo wir das neue System analysieren. Die gibt es im Moment leider nur auf Englisch, können Sie sich gerne mitnehmen. Die Zusammenfassung gibt es auch auf Deutsch und in 2 Monaten erscheint es dann hoffentlich auch auf Deutsch. Das Zombie ISDS. ISDS steht für Englisch Investor State Dispute Settlement, also Investor Staat Streitschlichtung. Das Kürzel hat es tatsächlich in den letzten 2 Jahren zu Negativberühmtheit gebracht, und deshalb versucht natürlich die Kommission jetzt mit einer neuen Abkürzung so zu tun, als hätte sie was ganz Neues vorgelegt, und die neue Abkürzung ist eben ICS, das Investment Court System. Es ist aber im Wesentlichen das Gleiche. Also Gas van Harten sagt hier, wenn jemand sagt, ISDS ist tot, dann erinnert mich das an einen Zombie-Film, denn ich kann ISDS in den neuen Vorschlägen der Kommission überall herumlaufen sehen. Jetzt würde ich gerne meine Erzählung dieses neuen Vorschlags nochmal machen. Ich habe jetzt sozusagen die Erzählung der Kommission versucht, auseinanderzunehmen. Von Unabhängigkeit und das Recht zu regulieren ist nicht geschützt. Aber wenn ich jetzt mal alles ausklammere, was die Kommission sagt, und ich gucke mir allein an, was liegt da jetzt auf dem Tisch, und ich kenne Investor-Staat-Klagen und ich kenne auch ein paar Schiedsurteile, dann komme ich zu dieser Erzählung über diesen Vorschlag. Dieser Vorschlag wird Zehntausende, und das meine ich wörtlich im Kontext von TTIP insbesondere, Zehntausende ausländische Investoren neu ermächtigen, hiesige Gerichte zu umgehen oder auch Gerichte in den USA natürlich für europäische Investoren und die EU und ihre Mitgliedstaaten vor internationalen Tribunalen zu verklagen. Dieser Vorschlag wird es Unternehmen ermöglichen, sehr hohen Schadensersatz zu bekommen, und zwar für Maßnahmen, die völlig im Einklang sind mit der Verfassung, mit dem Europarecht, denn das ist nicht die relevante Rechtsbasis. Es wird Unternehmen eine scharfe Waffe zur Bekämpfung von Politik im öffentlichen Interesse an die Hand geben, denn diese Schadensersatzdrohung, das muss man sich auch immer klar machen, mit Klagen wird schnell gedroht. Das ist jetzt nicht nur mit Investor-Staat-Klagen. Aber am Ende einer Investor-Staat-Klage steht etwas ganz anderes. Deshalb ist die Drohung eine viel erschreckendere. Am Ende steht nämlich nicht das Bundesverfassungsgericht, das sagt, der Atomausstieg war nicht verfassungskonform. Dieses Urteil ermöglicht dann erst die Atomkonzerne in einem zweiten Verfahren möglicherweise Geld zu bekommen. Bei Investor-Staat-Klagen
ist überhaupt nicht die Frage, was verfassungskonform oder nicht, sondern nur wurde das Investitionsrecht verletzt und das Tribunal verhängt direkt Schadensersatz, ohne Grenzen nach oben, weltweit einklagbar. Das ist wirklich ein sehr, sehr scharfes Rechtssystem und jeder, der so eine Klagedrohung bekommt, ist gut daran beraten, sie ernst zu nehmen. Genau, durch die fehlende Begrenzung der Schadenserzahlung sind die finanziellen und auch Klagerisiken für Staaten völlig unüberschaubar. Und wenn man das in große Verträge wie TTIP reinschreibt, die sehr, sehr viel Kapitalströme abdecken, vervielfacht das Klagerisiko. Gleichzeitig haben wir es mit einem Streitschlichtungsmechanismus zu tun, der weiterhin zugunsten der Klageninvestoren ausgerichtet ist. Nur sie können klagen und haben dadurch gibt es in einem einseitigen Klagesystem gibt es immer einen hohen Anreiz für die, die Recht sprechen, die das Recht auslegen, das zugunsten des Klägers auszulegen. Und, das muss man sagen, wir haben den Investitionsschutz in vielen bestehenden Verträgen. Wenn Sie den aber jetzt in einen Vertrag wie TTIP reinschreiben, kommen Sie da nicht mehr raus. Wenn ich das Deutschland-Pakistan-Investitionsschutzabkommen kündigen will, als Pakistan, weil sich das vielleicht für mich als negativ herausgestellt hat. Nehmen wir mal an, ich bin viel verklagt worden und habe jetzt nicht unbedingt mehr deutsche Investoren angelockt. Dann kann ich das nach ein paar Jahren tun. Das ist keine leichte Aktion für den Staat, aber es ist möglich. Wenn ich den Investitionsschutz in TTIP nicht mehr mag, mal angenommen, TTIP tritt in Kraft, da steht der Investitionsschutz drin. Ich werde als Deutschland viel verklagt, ich möchte raus. Was habe ich dann für Optionen? Genau, entweder die EU sagt das als Ganzes und dann kann sie aber nur den Vertrag als Ganzes kündigen oder mit den USA Nachverhandlungen eines Kapitels vereinigen. Wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich eigentlich nur die Option, aus der EU auszutreten. Denn ein internationaler Vertrag wird nach EU-Verträgen automatisch Teil des Acquis, des EU-Rechtskörpers. Sozusagen, da komme ich alleine nicht raus. Also das meine ich mit wir sind im Moment an einem Punkt im Investitionsrecht, wo es eine Reihe von Verträgen gibt, die diese Klagerechte wirklich faktisch für immer festschreiben werden. Auch wenn sie heute schon problematisch sind. Ich möchte jetzt nicht suggerieren, dass man heute da easy peasy rauskommt, aber man kommt leichter raus als aus so einem Vertrag TTIP. Was bedeuten Konzernklagerechte speziell im TTIP, so wie sie die Kommission vorschlägt? Wir haben heute nur 9 Staaten, die einen Investitionsschutzvertrag mit den USA unterzeichnet haben, alles osteuropäische Länder. TTIP bedeutet, alle EU-Länder können direkt verklagt werden, nicht nur diese 9 von US-Investoren. Wir haben heute, diese 9 Verträge decken nur 1% des gesamten Investitionsvolumens von US-amerikanischen Investoren, die in der EU aktiv sind, ab. 1%. Das steigt natürlich auf 100%, weil wenn alle Staaten Teil von TTIP werden mit Investitionsschutz, sind alle Investitionsströme in der EU abgedeckt. Heute können 4.500 US-Unternehmen, die in Europa aktiv sind, direkt über diese 9 Verträge die EU-Mitgliedstaaten, diese 9 verklagen. Diese Zahl steigt auf 51.495, also US-Unternehmen, die in Europa aktiv sind. Wir hatten auf Basis der bestehenden Verträge, bis heute wissen wir von 9 Klagen, die eingereicht wurden. Wenn man das jetzt hochrechnet, ne, auf die 100%, dann könnten das 900 sein. Das ist natürlich spekulativ, aber ich hoffe, es verdeutlicht Ihnen, wie das Klagerisiko steigen wird. Und in den USA natürlich genauso. Das ist jetzt keine Einbahnstraße, ne, der Investitionsschutz. Eine weitere Sache, die ich gern vertiefen wollte, ich habe gesagt, die Klagen, die wir heute kennen, wären alle möglich. Die, wo wir die Klageschrift kennen, sonst kann ich es natürlich nicht behaupten. In dieser Zombie-Studie finden Sie auf 2 Seiten diese angekündigte TransCanada-Klage analysiert. TransCanada hat schon auf 30 Seiten dargelegt, wie es argumentieren wird auf Basis von NAFTA. Und die Argumentation geht so. Wir wurden nicht fair und gerecht behandelt. Also es gab massive Verzögerungen beim Nachdenken in der Administration über diese Pipeline. Es wurden völlig willkürliche Kriterien angewandt und letztendlich war die Entscheidung politisch.
soll ja passieren mit Politik. Mhm. Das ist natürlich möglich, all diese Argumente auf Basis des EU-Vorschlags und der fairen und gerechten Behandlung. Und zwar insbesondere, weil sowas wie Willkür dort drin steht. Trans Canada argumentiert auch, wir wurden diskriminiert. Vor uns gab es ganz ähnliche Pipelines, die wurden alle genehmigt und es ging auch viel schneller. Auch das Argument ist natürlich möglich auf Basis des EU-Vorschlags. Trans Canada sagt, wir wurden enteignet. Die Entscheidung, die Pipeline nicht zu genehmigen, hat den Wert unserer Investitionen massiv geschädigt. Auch diese Argumentation ist möglich. Unsere legitimen Erwartungen, das hatten wir schon, wurden enttäuscht. Weil wir sind davon ausgegangen, dass die Pipeline genauso geprüft wurde wie die anderen Pipelines und dass nicht auf einmal irgendwelche politischen Motive wie die USA möchten gerne Führerschaft übernehmen, die in den Klimaverhandlungen eine Rolle spielen. Und auch die Schadensersatzsumme, die gefordert wird, 15 Milliarden US-Dollar bei ungefähr 3 Milliarden, die TransCanada tatsächlich ausgegeben hat, ist möglich, weil der EU-Vertrag das nicht verhindert. Und so können Sie sich die Philip Morris-Klage angucken, die erste Vattenfall-Klage, wo wir die Klageschrift haben, die Lohnkeim-Klage gegen das Fracking-Moratorium und können sagen, klar, alle diese Klagen sind ganz problemlos möglich. Wozu sie dann führen, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber zu behaupten, die Klagen werden so nicht kommen, ist nichts anderes als eine Lüge. Zum Schluss, wer ist denn eigentlich unser Rotkäppchen? Also wir kennen den Wolf, dem wurde dieses Mützchen aufgezogen. Und wer ist Rotkäppchen in unserer Geschichte? Das Rotkäppchen, das auf den Wolf ja letztendlich reinfällt und sich erst verführen lässt, spazieren zu gehen und dann auch denkt, es liegt die Großmutter im Bett und nicht der Wolf. Der Wolf ist natürlich unter anderem, und zwar an erster Stelle, unsere SPD, hier vertreten durch Bernd Lange, den Vorsitzenden des Internationalen Handelsausschusses, der als die Kommission den Vorschlag gemacht hat, gesagt hat, das ist der letzte Sargnagel für dieses System ISDS. Das ist eine radikale Kurswende in der EU-Handelspolitik, bewirkt durch den starken Druck der Bürgerinnen und Bürger und des Europäischen Parlaments. Dieses System muss in allen bestehenden und zukünftigen Handels- und Investitionsabkommen der EU aufgenommen werden. Und das hat er nochmal in einem zuckersüßen Brief an Cecilia Malmström bekräftigt, wo er gesagt hat, ich unterstütze Sie in all diesen Verhandlungen. Matthias Machnick, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, auch SPD, ein Durchbruch. Grundstein für einen modernen und transparenten Investitionsschutz, der gar nichts mehr mit den Schiedsverfahren der Vergangenheit zu tun hat. Er sorgt dafür, dass private Investoren notwendige parlamentarische Entscheidungen im Allgemeinwohlinteresse nicht über Sonderrechte aushebeln können. Hier ist ein weiteres Rotkäppchen, ein Kommentator in der FAZ. Wenn es eines Beleges bedurfte, dass die neue EU-Kommission die Sorgen der Menschen vor dem Freihandelsabkommen mit Amerika ernst nimmt, so hat ihn Handelskommissarin Cecilia Malmström geliefert. Sie will die privaten Schiedsgerichte durch einen unabhängigen Gerichtshof zum Investorenschutz ersetzen. Zugleich will sie Klagen gegen neue Umwelt-, Gesundheits- oder Verbraucherschutzregeln unmöglich machen. Ein Missbrauch des Investorenschutzes ist damit faktisch ausgeschlossen. Malmström hat sich weit auf die Kritiker zugewegt. Wem das nicht reicht, dem geht es nicht um die Sache, sondern darum, das ganze Abkommen zu verhindern. Also, Sie sehen schon, die Rotkäppchen sind natürlich auch diejenigen, die sowieso dieses System wollen und sozusagen gehungert haben, nach welchem Vorschlag auch immer, den sie so darstellen konnten, als wäre das jetzt eine Reaktion auf die Kritiker. Also es ist mit Sicherheit eine Mischung aus Interessenspolitik, aber auch Unwissen, die diesen Kommentaren zugrunde liegt. Ganz zum Schluss. Dieses System ist für TTIP vorgeschlagen. CETA ist fertig verhandelt, da ist noch der alte Investitionsschutz drin. Aktuell, unter anderem auf Drängen dieser beiden Herren, wird CETA nachverhandelt, weil die SPD im Europaparlament gesagt hat, wir lehnen den Vertrag ab, wenn nicht das neue System Teil des CETAs wird. Und das werden wir in den nächsten Wochen erleben. Der Vertrag wird aktuell neu nachverhandelt. Und das heißt, Sie werden die Elemente, die Sie noch, die den neuen Vorschlag vom CETA-Vorschlag unterscheiden, in Fußnoten und Anhängen und so finden. Und das sind eben insbesondere der Berufungsmechanismus, die 15er-Liste und das Right to Regulate. Diese drei Sachen unterscheidet beide. Und dann werden Sie die SPD erleben und Herrn Lang erleben und sagen, was wir da erkämpft haben für die europäischen Bürger und Bürgerinnen.
Wir hatten eben, sind eben schon mal durchgegangen. Ne? Das ist sozusagen der neue Vorschlag für TTIP. Und wir haben schon festgestellt, oh, naja. Nur damit Sie sich nochmal im Klaren sind, wo unterscheiden sich eigentlich, was passiert da gerade beim CETA? Im Wesentlichen unterscheidet sich nicht sehr viel. Der einzige Unterschied ist, dass wir eben einen Berufungsmechanismus sehen werden und dass bei dieser Frage der 15er-Liste das mehr in Richtung einer Unabhängigkeit geht als im CETA-Vertrag. Das war mir wichtig, um Sie auf die Debatten der nächsten Monate vorzubereiten, weil wir da in einer ganz schwierigen Situation sein werden oder ja auch jetzt schon sind. Und dann wieder zurück, ne, erinnern Sie sich immer an die Analyse des Vorschlags. Das wird Klagen bringen, und zwar all die Klagen, die wir kennen. Das wird Schadensersatzzahlungen bringen. Wir haben hier ein Instrument zur Bekämpfung von Politik. Die finanziellen Risiken sind enorm. Und der Streitschlichtungsmechanismus ist weiterhin kein unabhängiger, sondern einer, der sehr, sehr stark zugunsten der Investoren ausgerichtet sind. Das, und damit wollte ich sozusagen enden, sollte unsere Erzählung zu diesem Vorschlag sein. Aber man darf es nicht unterschätzen, dass natürlich die Strategie der Kommission oder auch von Sigmar Gabriel und der SPD was macht mit diesem Diskurs. Also Sie haben das selbst erlebt, alle zwei Monate kommt ein neuer Vorschlag, Reform, Unabhängigkeit, Gericht. Das suggeriert eine ganz starke Erzählung von Veränderungen, von Verbesserungen. Wenn man sich hinstellt und sagt, leider ist die Kritik immer noch die gleiche, kommt man ein bisschen ewig gestrig daher. Das ist die schwierige diskursive Situation, in der wir sind. Aber zum Glück gab es in den letzten Wochen Aussagen wie die des Richterbundes, der übrigens nicht nur gesagt hat, diese Dinger sind nicht unabhängig und es sind auch gar keine Gerichte, sondern unter anderem auch gesagt hat, wenn es irgendwo rechtsstaatliche Probleme gibt, dann sind die für alle Menschen gleichermaßen zu adressieren durch eine entsprechende Ausstattung der Gerichte. Sonderrechte für einzelne Gruppen von Klägern können nicht der Ansatz sein. Das ist eine sehr weitgehende Kritik. Und ich glaube, dadurch ist im Moment die Situation so, dass sich auch, glaube ich, gerade im Moment wieder Dinge öffnen für diese Erzählung, weil die alte Erzählung zu den Tribunalen ist immer noch leider die richtige, auch für den neuen Vorschlag. Und damit möchte ich schließen, in der Hoffnung, dass es in der Geschichte auch einen Jäger gibt, weil Sie erinnern sich, Rotkäppchen wird leider gefressen, aber dann kommt der Jäger und dann gibt es zwei verschiedene Versionen der Geschichte. Auf jeden Fall kommen Rotkäppchen und die Oma wieder raus und der Wolf ist tot, entweder erschossen oder bekommt diese vielen Steine in den Bauch und kann sich nicht mehr bewegen. Und das, ja, wir müssen alle daran arbeiten in den nächsten, wir müssen sehr viel Jägertum machen, sehr viel Jagen in den letzten Jahren. Ich möchte auf ein Problem hinweisen, das uns ja im Wege steht, wenn wir da was verändern wollen. Das ist ein Problem, was wir ja auch in anderen Zusammenhängen wahrgenommen haben. Aber hier wird es so richtig deutlich. Diese fast vierseitige Stellungnahme des Deutschen Richterbundes taucht in der deutschen Presse so gut wie gar nicht auf. Ich weiß nicht, ob du irgendeinen zweispaltigen Bericht gesehen hast in einer Zeitung. Ich kenne keinen im Handel. Okay. Na gut. Also ich lebe in München und da haben wir die Süddeutsche Zeitung, die sich als eine der wenigen deutschen Qualitätszeitungen bezeichnet. Was haben die gemacht? Die haben einen Einspalter gebracht. Wir haben einen Einspalter gebracht, aus dem nicht hervorgeht, also der Kollege hat von mir auf was Wichtiges hingewiesen, das ist auch ein Kritikpunkt in der Richterstellung. Die Auswahl dieser 15 Leute ist vollkommen im Dunkeln und das ist ja nun auch wieder Absicht. Das bedeutet, dass sie manipuliert werden kann, in dem Sinne, dass dieses alte Schiedsstellenverfahren weiterhin so gültig bleiben kann. Das ist ein Punkt, das ist sehr schwer für uns aufzubrechen. Wir können ja die Presse nicht zwingen, das zu sagen. Aber wenn die Diskussion in Artikeln auftaucht über das ISDS oder nach ICS, das ist noch die neue Form, eine Möglichkeit haben wir, denke ich, reagiert auf Artikel in Leserbriefen,
und auf diese Defizite hinweisen. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten. Die Kommission hat das klug gemacht mit diesem alle zwei Monate neuen Vorschlag. Also ich, seit zwei Jahren haben wir ja eine einzige Reformagenda. Und hat es natürlich auch klug gemacht, diesen Vorschlag zu versehen mit Begriffen, in denen Menschen sehr, in die Menschen sehr viel Vertrauen setzen, ne? Wie Gerichte, obwohl überhaupt kein Gericht drinsteht. Das ist dreist, aber na gut. Und ich würde sagen, in den letzten Monaten ist da Terrain verloren worden, weil man natürlich sehr viel Expertise und auch Interesse braucht, um in dem Detail herauszufinden, wo ist denn das Gericht, das ist nicht zu finden. Und jetzt ist es aber, glaube ich, an uns zu arbeiten mit dem Statement zum Beispiel des Richterbundes und unseren eigenen Analysen und uns vor allem nicht verunsichern zu lassen. Die alten Erzählungen sind die richtigen. Es handelt sich um Paralleljustiz, um Konzernklagerechte. Ich würde keinen Pieps verlieren über das Gericht, nur wenn ich gefragt werde. Und dann kann ich sagen, zeigen Sie mir das Gericht im Text. Und das, was dort vorgeschlagen ist, ist selbst vom Richterbund als nicht unabhängig kritisiert worden und als kein Gericht. Und dann, ja, aber klar, also die, also wir sind da einfach konfrontiert mit einer sehr, sehr klugen Strategie, wo man jetzt erstmal auch, finde ich, vielen Menschen nicht übel nehmen kann, dass sie der Kommission da ein bisschen auf den Leim gehen. Und es ist an uns, diese Erziehungs- und Aufklärungsarbeit jetzt zu leisten. Genau. Der Schaden ist ja eigentlich ziemlich offensichtlich. Da müsste eigentlich auch vielen Politikern, die sich ein bisschen damit befassen, klar sein. Für mich stellt sich von daher die Frage, was ist das für ein kleiner Zirkel, der das da entwickelt, in einer Bubble, an dem man überhaupt nicht drankommt. Was sind das für Leute? Das sind die inneren neuen Anwälte. Nee, das nicht. Das ist die Europäische Kommission. Nee, das ist klar, das stimmt wirklich nicht. Die Kommission ist tatsächlich kein Fan der Schiedsgerichtsindustrie. Ich höre sehr viel Klagen aus der Schiedsgerichtsindustrie, dass sie eben keinen Zugang haben zur Europäischen Kommission. Es sind die Leute in der Europäischen Kommission, die das verhandeln, die da einerseits Interessen vertreten, und das ist in der Generaldirektion Handel das Interesse der exportorientierten Wirtschaft. Und für die exportorientierte Wirtschaft ist das natürlich super. Wenn ich Siemens wäre, würde ich sagen, prima. Der BDI heißt diese Vorschläge willkommen. Also es ist Interessenspolitik, es ist aber auch in Teilen, würde ich sagen, eine Fehleinschätzung der Risiken. Das ist immer noch ein sehr junges System, was erst in den letzten zwei Jahren sich wirklich entfaltet in all seiner Schlagkraft. Und viele Menschen, auch die in der Europäischen Kommission, sind sozusagen in einem recht jungen Lernprozess auch über die Risiken. Also es ist, glaube ich, diese Mischung, und es werden auch Fehler gemacht. Also es ist Interessen, Fehleinschätzung und ein relativ kleiner Kreis in der Kommission, der das auch verhandelt. Sage ich jetzt nicht, um die zu verteidigen, aber ich finde, also man darf nicht immer nur denken, die sind gekauft und da sind die Kanzleien, die das schreiben. Es ist eine komplexere Gemengelage. Zu erklären, woher kommt dieses System. Ja. Also die historischen Wurzeln liegen tatsächlich in den 50er Jahren, ja, wo sich die ehemaligen Kolonien unabhängig gemacht haben. Ja. Und da gab es ein Interesse der Staaten wie Deutschland, Frankreich und wie sie alle heißen, die Niederlande, ihre Unternehmen in diesen jungen, unabhängigen Staaten zu schützen. Daher kommt es ursprünglich mal. Und man hat die Schiedsgerichtsbarkeit übernommen, also dieses System der, wir suchen uns unsere drei Schlichter aus dem System der Handelsgerichtsbarkeit. Das ist ein System, wo dann zwei Unternehmen, wenn sie ein Problem haben, sagen, wir bestellen diese drei Schiedsrichter genauso. Das wurde übertragen auf Streitigkeiten mit Staaten und war immer schon umstritten. Dieses System war noch nie unumstritten. Auch in den 50er, 60er Jahren haben insbesondere Entwicklungsländer sich gewährt dagegen, unter anderem mit solchen Argumentationen, also welchen Spielraum habe ich als Staat. Die sind dann in den 80er, 90er Jahren im Kontext der globalen Schuldenkrise und auch neoliberaler Strukturanpassungsprogramme haben sie zahlreich diese Verträge unterzeichnet. Und jetzt gibt es seit den letzten zwei Jahrzehnten eben diesen Lernprozess, wo begriffen wird, wie wird dieses System genutzt. Aber so, daher kommt es. Ja. Wir stehen doch jetzt an so einem historischen Punkt, wo man sich angucken muss, welche Mega-Schäden inzwischen da entstanden sind. Und dann verstehe ich, wie man das überhaupt noch in Erwägung zieht. Es gibt auch zahlreiche Länder, die gerade aussteigen. Ja. Indonesien,
Südafrika, Ecuador, Venezuela, Bolivien sind alles Länder, die im Moment Verträge aufkündigen. Aber es gibt eben auch den parallelen Trend, das System auszuweiten. Nicht nur durch TTIP, sondern auch durch eine andere von Riesenverträgen. So, jetzt Sie. Warum kann man denn, also das ist wahrscheinlich auch die Forderung eben, dass man eben diese ganzen Schiedsgerichte, also sogenannten Schiedsgerichte, dass man eben diesen ganzen Teil total ausspaltet. Nein, am besten das ganze Abkommen spaltet, aber auf jeden Fall schon mal diesen Teil ganz ausspaltet. Und vielleicht stattdessen eben das Lagerecht der Staaten gegenüber den Konzernen in Bezug auf Umweltgesundheit und Verbraucherschutz eben vielleicht das machen stärken. Genau, es gibt einen parallelen Prozess im Rahmen der UN im Moment, der Versuch, transnationale Konzerne stärker zur Verantwortung zu ziehen im internationalen Raum. Dieser Versuch wird aktuell von der EU und ihren Mitgliedstaaten blockiert und unterminiert. Und parallel gibt es eben den Versuch, Konzernen mehr Rechte zu geben. Sie und dann Sie. Okay, also ganz kurz, und zwar... Man ist ja auch entscheidend, dass zum Beispiel völkerrechtliche Verträge also über Verfassungsrecht stehen. Ne? Damit kann man ja Verfassung aushöhlen. Also das ist besonders wichtig, wie die gestaltet sind. Der nächste Punkt ist, wenn man jetzt mal vom CETA-Vertrag zum Beispiel ausgeht, um bestimmte Sachen deutlich zu machen, die jetzt, die man ja schon weiß, die dann mehr oder weniger auf diesem TTIP stehen. Aber entscheidend, also wichtig ist, scheint auch zu sein, dass man zum Beispiel auf Erfahrung mit Kraft als Gegenwart. Und zwar, ich spreche jetzt noch gar nicht mal von diesen Klagen, sondern ich spreche jetzt ganz generell, also von dem, was der Vertrag sozusagen mit sich gebracht hat. Und da fiel mir vorhin noch auf, also nicht nur, das ist also offensichtlich also verschwindend wenig Wachstum oder wie das so schön heißt, gegeben hat, sondern auch, dass es ja nicht nur Gewinner gegeben hat, speziell bei den großen internationalen Konzernen, sondern dass es eine Menge Verlierer auch gegeben hat. Also, vielleicht nicht so schön. Ich wollte nur, ansonsten zu einem Sechs hat, was ich vorhin von Ihnen gesagt, dass betroffen sind nur die ganz großen Konzerne. Jetzt habe ich mal neulich bei Arms zum zweiten Mal diesen Film gesehen, den ich so unfassbar finde, dass da jetzt ein neues Geschäftsfeld entdeckt ist, dass man die kleineren Konzerne, die sich das nicht leisten können, so beklage, dass da halt nach dem Investorgesetz geprüft wird, der dann den kleinen Konzernen das Geld vorstreckt. Besonders risikoreich, aber wenn die dann gewinnen, haben sie halt einen unheimlichen Gewinn. Also das ist ja dann auch nicht geschützt. Das kann genauso weitergehen wie bisher. Also das ist ein relativ neuer Trend, das hat sich erst in den letzten 10 Jahren entwickelt, dass weil die Rechtskosten für die Klagen so hoch sind, auch für Unternehmen, eben diese neuen Finanzakteure in den Markt strömen und sagen, wir finanzieren euch die Rechtskosten für die Klage und wenn ihr gewinnt, kriegen wir 30, 40, wie viel auch immer Prozent. Und das ist ein Trend, der natürlich das System weiter anfacht. Ne? Also Spekulation mit Klagen ist das sozusagen. Und genau, da wird natürlich, was der EU-Vorschlag vorsieht, ist, dass sowas öffentlich, der Investor, wenn er eine solche Finanzierung bekommt, muss das öffentlich machen im Verfahren. Das ist der, was alles, was der EU-Vorschlag dazu zu sagen hat. Also wir wüssten es dann immerhin. Genau, ich gehe jetzt erstmal noch weiter. Ich habe hier konkret zu diesem Investitionsschutzabkommen einiges dazugelernt. Was mir aber auch noch fehlt, ist eine Bewertung. Also wir haben das vorhin uns gefragt, wie kommt es überhaupt dazu? Ich würde das auch mal insgesamt mehr berücksichtigen oder diskutieren müssen, dass sich hier offensichtlich Konzerne immer weniger auch in der Verantwortung für so eine Gemeinschaft, für so eine Gemeinde, für so ein Staatswesen, für so eine Lebensgemeinschaft, wie auch immer, sehen. Und da setzt sich etwas fort, was sich auch in der Steuerzahlungsmoral oder Unmoral über Jahre hinweg festgesetzt hat. Das zeigt sich dann auch hier. Sie sehen sich einfach nicht als Teil des Ganzen, sondern sie sehen sich neben dem Ganzen. Und das denke ich auch, ist in diesem Lobbying, was es dort auch gibt in Brüssel und anderswo, ist das ja auch so ein Aspekt, der da immer wieder eingreift. Und ich finde, dass man das auch mit diskutieren muss. Die Unmoral und das Desinteresse dieser Konzerne an einer ja wirklich sozialen, ich nenne das jetzt mal so, ich meine das gar nicht, Marktordnung oder so, sondern so sozialen Gemeinwesen. Ja. Das sind wirklich unsoziale und unmoralische Vorgehensweisen. Und ich finde, man kann das auch ruhig so benennen. Eine Illusion platzt. Ja, interessant, dass Sie auf
die Steuerpolitik verweisen, weil was ganz eng miteinander verzahnt ist, also was ja bekannt ist, ist, dass Staaten sozusagen ihre Unternehmen weltweit so strukturieren, dass sie möglichst wenig Steuern zahlen müssen. Parallel dazu schauen sich aber Staaten auch an, welche Investitionsschutzverträge gibt es denn weltweit und strukturieren ihre Investitionen nicht nur nach solchen Steuerüberlegungen, sondern auch nach Überlegungen von Investitionsschutzabkommen. Also die Niederlande beispielsweise ist ein Land, was bekannt ist dafür, dass es sehr viele harte Verträge unterzeichnet hat mit sehr weitgehenden Rechten für Investoren. Und Investoren nutzen die Niederlande, um über die Niederlande nicht nur wenig Steuern zu zahlen, sondern auch zu klagen. Ja, so. Konzerne klagen, wir zahlen. Das ist ein WDR-Film, die lief im Rahmen der Story im Ersten und ist auch noch im Internet zu finden. Das ist 45 Minuten nur zum Investitionsschutz. Guckt sich die Klagen an von Vattenfall, beide Klagen, guckt sich die Klage an, eine Klage gegen Kanada, die Kanada verloren hat, und die andere fällt mir jetzt gerade nicht ein. Was hätte ich noch eine zwei kurze Frage? Das erste, die Höhe einer Entschädigungszahlung, die hängt vollkommen von dem Schiedsspruch ab. Da gibt es keinen einzigen Paragrafen, der das in irgendein Verhältnis zu irgendeiner tatsächlichen Investition zu Also der Begriff, der, glaube ich, im Vorschlag steht, heißt, die Entschädigung darf nicht höher sein als der Wert der Investition. Aber der Wert der Investition... Genau. Und das wird eben, also da sagen Investoren eben, das ist üblich im Investitionsrecht, nicht nur das, was ich tatsächlich schon an Geld auf den Tisch gelegt habe, sondern meine Investition war ja viel mehr wert. Also da werden die potenziellen zukünftigen Gewinne drunter gefasst. Also es, man findet keine Formulierung im Text, die beispielsweise, also man könnte ja reinschreiben, nur das, was tatsächlich ausgegeben wurde oder so. Ne? Ja. Also das findet man so nicht. Die zweite Sache auf das Komitee, dass diese, auf das Komitee, dass diese Juristen heranzieht, gibt es irgendwelche Äußerungen dazu, wie lange dieses 15er gespannt Bestand hat, wie regelmäßig Leute ausgetauscht werden? Ja, das hatten wir auch hier. Ich glaube, ich bin immer schlecht mit Zahlen, ich glaube, es sind sechs Jahre mit Option auf Verlängerung einmal. Ja. Jedes Unternehmen rechtfertigt Profite mit Risiken, die eingegangen worden sind. Ganz genau. Ich finde, das sollte wirklich auch die erste Folie von so einer Präsentation, obwohl ich die Präsentation wirklich sehr, sehr gut verstehen habe. Aber Profite werden mit einem Risiko, das eingegangen wird, und die Belohnung für das Risiko gerechtfertigt. Mhm. In jedem einzelnen BWD, das ich jemals in Hand gehabt habe. Okay. Da soll man mal kurz drauf eingehen, das sind Abkommen, die sind dazu da, Profite abzusichern, aber jedes Risiko gegen Null laufen zu lassen. Und das ist wichtig in jeder Diskussion, in jeder Argumentation, mit egal welchen Menschen wieder mit uns in der Position zu erwähnen. Das ist ein vollkommener Widerspruch zu der bürgerlichen Idee von einem. Das ist ein super Hinweis. Die Profite werden privatisiert und Risiken werden dann eben sozialisiert. Es gibt auch interessanterweise eine liberale Kritik an diesem System. Leider nicht hier in FDP-Kreisen, aber es gibt andere Liberale, die sehr wohl erkennen, das ist Marktverzerrung. Das ist die Besserstellung eines Akteurs, der im Zweifelsfall richtig viel Geld kriegt, weil was schiefgegangen ist. Wohingegen alle anderen Marktteilnehmer Pech haben, wenn sie nicht eben ausländische Investoren sind. Also das ist ganz interessant und auch ein super Argument. Aber auch das Europaparlament ist in weiten Teilen für diese Klagerechte. Ne? Also die Bernd Langes dieser Welt sagen, wir wollen, dass die Leute öffentlich bestellt werden. Man könnte argumentieren, mit einer 15er-Liste ist das jetzt der Fall. Aber es gibt auch im Europaparlament keine grundsätzliche Kritik, zumindest nicht in der Mehrheit. Die gibt es bei den Linken und bei den Grünen, aber und in Teilen der SPD. Die SPD ist natürlich gespalten in dieser Frage und sehr stark umkämpft. Danke. Damit würde ich